auch von mir noch einen guten Abend. Mein Name ist Andreas Weig und als Wahlkampfleiter der FDP im Kreis Böblingen obliegt es mir heute Abend, durch die Diskussion zu führen. Sie können Ihre Fragen jetzt an den Herrn Tonka oder an den Herrn Kubicki richten und darf nun um Ihre Redebeiträge bitten. Wort nehmen. Bitte schön. Soll ich ans Mikrofon gehen? Ja, gerne. Mein Name ist Ulrich Wellmann. Ich wohne nicht in Sindelfingen, aber in Böblingen und bin, wie Sie, Herr Kubicki, selbstständiger Anwalt. Mich interessiert, was für Pläne hat die FDP, um der internationalen Steuerabwanderung Einhalt zu gebieten. Sie haben es ja vorhin so gesagt, was legal ist, darf geschehen, aber ich finde es im höchsten Maße unanständig, dass ein Konzern wie Google, der in London ansässig ist, bei einem Gewinn, wenn ich das richtig im Kopf habe, von 16 Milliarden nur 12 Millionen Steuern zahlt. Und da gibt es noch andere Beispiele mehr. Und da denke ich, muss ein Weg gefunden werden, um diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Also ich finde, die Kategorie Anstiegsrechte momentan will ich nicht aufnehmen, obwohl ich das nachvollziehen kann. Ich finde, das gesetzgeberische Versagen, was sich da deutlich macht, muss behoben werden. Nicht die Tatsache, dass Unternehmen oder Einzelpersonen von den Gesetzen Gebrauch machen, die ja Politik und Parteien geschaffen werden. Deswegen frage ich nach Ihren Plänen. Also, nach unserem Plan ist, der erste Plan ist zunächst, dass wir dringend eine Vereinheitlichung des Steuersystems in Europa brauchen. Nicht nur aus fiskalischer Sicht, sondern auch, weil Sie den Euro auf Dauer nicht als Währung ohne Spannungen halten können, wenn die Fiskal-, die Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht angeglichen sind. Heißt nicht eine gemeinsame Regierung, heißt aber Angleichung, womit ein Steuersplitting zwischen den verschiedenen Ländern, beispielsweise Mehrwertsteuer in Deutschland 19%, in Luxemburg für Dienstleister 3%, nicht mehr möglich ist. Das Zweite ist, Sie müssen im deutschen Außensteuerrecht oder im britischen Außensteuerrecht, das können Sie ja machen, festhalten, dass Erträge, die transferiert werden und im Empfängerland nicht versteuert werden, der deutschen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Sattelsteuer unterliegen. Die relativ einfach, Sie kennen, also wie gesagt, ich bin Steuerstrafrechtler. Ich beschäftige mich immer damit mit den Dingen, wenn sie so weit kommen, dass jemand auf die Idee kommt, es auch strafrechtlich zu verfolgen. Aber es ist legal, beispielsweise, was Herr Bergström von Karstadt gemacht hat, dass er die Marke Karstadt in eine eigene Gesellschaft auslagert. Diese Gesellschaft in Holland ansässig ist und diese Gesellschaft Lizenzgebühren dafür nimmt, dass der Konzern Karstadt den Namen Karstadt verwenden darf, in Deutschland und anderswo. Karstadt zahlt also an diese Gesellschaft in Holland Lizenzgebühren, die sind in Holland steuerfrei und gleichzeitig vermindert Karstadt Deutschland seinen möglichen Gewinn, den sie momentan nicht einfahren, um die Zahllast, die nach Holland fließt. Macht nicht nur Karstadt, macht VW übrigens auch, macht andere auch. Also auch große deutsche Unternehmen, die mir dann immer sagen, wir stehen im Wettbewerb, Herr Kubicki, wir müssen das auch so machen, machen das eben auch so. Das können Sie verändern, indem Sie aber schlicht und ergreifend feststellen, dass Lizenzgebühren, die nach Holland ausgeführt werden, der deutschen Besteuerung unterliegen. So einfach ist das. Außensteuergesetz. Ja, jetzt können Sie mich fragen, warum ist das bisher nicht gemacht worden? Das ist die viel intelligentere Frage. Also für mich, wir sind wahrscheinlich nicht. Das hat sehr interessante Hintergründe. Nämlich die, dass auch die deutsche Regierung, und zwar egal welcher Couleur, die meisten dieser Steuergestaltungsmöglichkeiten sind unter Rot-Grün geschaffen worden. Man glaubt es ja nicht. Der Auffassung sind, dass deutsche Unternehmen mit der zwar Wettbewerb auf die Art und Weise nicht nur mithalten müssen, sondern gelegentlich auch einen Vorteil bekommen müssen. Das ist der Wettbewerb auf Weltebene. Weil sie natürlich mit Konzernen konkurrieren, die ansässig sind in den USA und dort ganz anderen Besteuerungssystemen unterliegen als hier. Und wenn deren Refinanzierungsmöglichkeiten besser sind als vergleichbar in Europa oder in Deutschland, haben diese Unternehmen einen Nachteil. Man kann das. Also ich verstehe gelegentlich die Empörung von Rot und Grün nicht. Es ist einfach nur Schaumschlägerei, weil sie das System selbst entwickelt haben, auf dem sie jetzt auch, dass sie draufschlagen. Beispiel Landesbank. Rot-Grün in Berlin hat erklärt, was für eine Sauerei, dass es Steueroasen gibt und sie daneben Steueroasen aufhalten. Ich glaube gar nicht, wie viele deutsche Unternehmen auf den Cayman Islands Dependancen haben. Aber völlig überraschend ist, dass auch die Landesbank WestLB jetzt gerade abgewickelt worden ist, oder Haas am Nordbank, Dependancen in eben diesen Steuerparadiesen hat. Warum werden wir uns fragen?
Müssen Sie Ihren Kunden folgen? Machen Sie Beratungsleistungen? Oder refinanzieren Sie sich dort im Preis günstiger, nämlich mit dem Geld, was dort nicht versteuert wird, was aus Deutschland kommt, aber nicht versteuert wird? So ist es dann eben. Dann sagen Sie, die sind doch in öffentlicher Hand. Auf die Art und Weise werden auch dem deutschen Fiskus Milliarden an Steuern nicht zur Verfügung gestellt, die er haben könnte, wenn man es anders regeln würde. Da sagen die, wir stehen doch nicht als Wettbewerb. Asiaten machen das, die Amerikaner machen das. Wenn wir das nicht auch machen, weil wir nicht begründen sollen, haben keine Möglichkeit, das weiter und weiter zu. Ich plädiere dafür, ich bin jetzt gerade dabei, auch bis zur Bundestagswahl, diese Scheinheiligkeit in der Debatte mal aufzugreifen. Ich bin dafür, wenn man etwas erkannt hat und sagt, ich will es nicht, dann muss man das gesetzgeberisch auch ändern. Nicht nur die anderen, die davon Gebrauch machen, was man selbst geschaffen hat, denunzieren. Das mache ich nicht mit. Und das ist der Unterschied, zwischen jemandem, der das Recht wirklich glaubt, und den anderen, die Recht für eine freie Verfügbarkeit haben, was haben. Also, wenn Sie mich fragen, machen Sie eine Initiative, um sowas zu unterbinden, würde ich sagen, was die Lizenztransferierung nach Holland angeht, ja. Was Gestaltungsmöglichkeiten, Steueroptimierungsmöglichkeiten in anderer Weise angeht, auch. Diese Cum-Ex-Geschäfte, also man kauft als Bank für Milliardenbeträge unmittelbar die Tochter einer Bank, die Bank selbst macht das ja nicht, die will ja die Geschäfte ab, kauft dann vor dem Dividendenstichter Aktien auf und verkauft sie unmittelbar nach dem Dividendenstichter und kann auf die Art und Weise zweimal Körperschaftsteuererstattung bekommen. Würde ich sagen, das kann man mit relativ einfachen gesetzgeberischen Möglichkeiten unterbinden. Und man fragt sich, warum ist das nicht in den letzten 10 Jahren schon passiert? Gleicher Vorgang. Da reden wir dann nicht über Steuererziehung, wie bei Uli Hoeneß von 3 Millionen, da reden wir über Nichtsteuergenerierung in Höhe von 10, 13, 14, 15 Milliarden pro Jahr. Das ist empörend. Wir könnten generieren, machen es aber nicht bisher. Und auch ein Grund, warum ich will, dass Leute mit Berufserfahrung sich im Parlament tummeln, die kann man nämlich nicht in die Geschichte führen. Wir haben leider jeweils in meinem Landesparlament mehr Leute, die eigentlich keinen vernünftigen Beruf erlernt oder ausgeübt haben, als Leute, die aus einem Berufsleben kommen. Obwohl die Idee doch ist, dass der Sachverstand von Menschen aus ihrem Alltag in Parlamente eingebracht werden soll, da soll es auseinanderbrechen, da soll man was Vernünftiges dabei organisieren. Herr Tomka hat einen vernünftigen Beruf auf der Kamera. Also, vielleicht darf ich das auch noch mal erzählen, weil es mir auch der Medien und Sozialdemokraten machen diese Gerechtigkeits- und Reichen-Debatte. Und ich werde natürlich angegriffen, auch im Parlament, hatte den Wiese Kubicki. Sie arbeiten nebenbei noch als Anwalt und das ist nicht wenig, also ökonomisch nicht wenig erfolgreich. Wie kann das sein? Frau Hannert, meine Finanzministerin von den Grünen, sagt mir immer wieder, als sie Abgeordnete war, ich schaffe das gar nicht, ich sitze 9 Stunden und jeden Tag da und lese und mache das 7 Tage in der Woche. Ich sage, mehr Behandlung. Was kann ich dafür, dass Sie so lange brauchen, um was zu verstehen? Mein besonderer Sparungspartner Ralf Stehner, der Sprecher der Linken, Sozialdemokrat, der SPD, ja, die Reichen identifizieren als Menschen, die an sich kriminell sein müssen, sonst könnten sie nicht reich sein. Ich habe gesagt, ich messe mal mit Arbeit. Und nicht nur aus öffentlichen Dienst bezahlt werden. Und dann hat er rumgepöbelt wie Sau. Und dann habe ich gesagt, Herr Stehner, wir machen mal Folgendes. Sie sagen jetzt hier im Plenum vor der deutschen Öffentlichkeit, was Sie im Jahr an Steuern zahlen. Dann sage ich, was ich im Jahr an Steuern zahle. Und dann wollen wir beide mal sehen, wer mehr zum Gemeinwesen beiträgt, Sie oder ich. Die Reaktion war nicht toll, da kriege ich was zum Gemeinwesen bei, sondern er sagte, das will ich Ihnen sagen, Herr Kubicki. Wir Sozialdemokraten haben das Dreiklassenwahlrecht, wo die Reicheren mehr zu sagen haben als die Ärmeren bereits vor dem Ersten Weltkrieg in Frage gestellt und abgeschafft. Ich habe gesagt, es geht doch nicht um das Dreiklassenwahlrecht, es geht um Ihre ständige Behauptung, dass Sie, weil Sie nicht weiterarbeiten, als im Parlament zu sitzen, mehr fürs Gemeinwesen tun, als ich, der im Parlament sitze und mich fehlt und trotzdem noch arbeite. Und dieses Bewusstsein muss man vielleicht mal wieder ein bisschen wegnehmen, dass man nur verteidigen kann, was man überschritten hat, und dass man Menschen nicht beschimpfen soll, die arbeiten, damit Geld verdienen, Steuern zahlen und für die Fortbildung des Gemeinwesens beitragen. Ich kann keinen zwingen bei mir, das Honorar, was ich vorhabe, zu zahlen, denn das meistens nicht. Und zu mir kommt auch keiner, weil ich so gut aussehe, zum Strafverteidiger ohnehin schon nicht, oder weil ich im Fernsehen auftrete, das ist eher schädlich, weil meine Klientel darauf bedacht ist, nämlich nicht öffentlich erscheinen zu treten. Meistens jedenfalls. Und wenn man dann eben auch ein Büro hat, wie wir mit 26 Mitarbeitern, dann muss man den Kostenapparat auch irgendwann tragen. Das heißt, man muss in 2 Jahren eben auch arbeiten. Und ich bewundere Menschen, die es nicht so gut haben wie ich, die aus Berufen kommen und damit einen Teil ihrer Selbstständigkeit für gewisse Zeit aufgeben und Schwierigkeiten dann haben, auch zurückzukehren. In der Kanzlei, in der Anwälte, kann man sich das ordentlich aufteilen. Da kann ich auch mal nicht da sein, wie jetzt, während es Wahlkampf ist. Das kann man als Einzelarbeiter überhaupt nicht und das kann man bei bestimmten Gruppen
auch nicht. Ein Arzt, der 4 Jahre aus seinem Beruf draußen ist, muss neu anfangen. Ein Selbstständiger muss in der Zeit, in der er einen Laden hat, muss in der Zeit, in der er im Parlament sitzt, jemanden einstellen, der die Geschäfte weiterführt. Denn er kann nicht nach 4 Jahren wiederkommen und sagen, jetzt fangen wir mal an. Eigentlich müsste man theoretisch Selbstständige, die nicht aus dem öffentlichen Dienst kommen, doppelt bezahlen, nämlich für die Ersatzkraft und für die Diäten. Denn die, die aus dem öffentlichen Dienst kommen, bekommen ihre Diäten und haben keine Probleme mit der Rückkehr in ihr altes Beschäftigungsverhältnis. Also, ich sage mal nur, drüber nachdenken über das, was passiert. Drüber nachdenken, was wollen wir eigentlich als Repräsentanten im Parlament hören. Dann sage ich Ihnen, ich lasse mir von einem 22-jährigen Arbeitslosen nicht sagen, wie ich meine Kanzlei zu führen habe. Was meinen Sie, wo wir sind und sein werden am Ende der nächsten Legislaturperiode, wenn die Dinge wirklich so bleiben, wie sie sind? Denn Sie wissen, in unserer Verfassung steht mittlerweile auch eine Festschreibung der Schuldengrenze und eigentlich, den Worten nach, wollen alle Parteien auch die Haushalte konsolidieren und wollen eigentlich, den Worten nach, die Schuldengrenze einhalten. Und ich sehe da ganz einfach ein Problem. Wenn Sie auf der einen Seite nirgendwo die Steuern erhöhen wollen, wenn Sie die Haushalte konsolidieren und die Schuldengrenze einhalten wollen, wie soll es denn dann gehen? Also, wo kommen wir hin, wenn wir nicht wirklich doch anfangen, die Dinge zu ändern und vielleicht in der Wahlkabine nicht den bequemen Weg gehen und die Dinge wählen? Sie waren in der Regierung die letzte Legislaturperiode. Ich leider nicht, das ist ganz klar. Die FDP. Wie geht's? Wo sparen wir? Wie werden Haushalte konsolidiert? Was macht da die FDP für Vorschläge? Ja. Ich muss kurz sagen, dass die FDP in Schleswig-Holstein zwischen 2009 und 2012 mit in der Regierung gesessen hat und wir die Idee geboren haben, eine FDP-Idee, eine Haushaltsstrukturkommission einzusetzen, die bestand aus dem Finanzminister, dem Fraktionsvorsitzenden der beiden Fraktionen und dem Rechnungshofspräsidenten. Hintergrund war die Überlegung, dass sie aus Ministerien, wenn es um Sparvorschläge geht, eine Reihe von Vorschlägen bekommen, deren Nettoeffekt fraglich ist. Ich bin ganz vorsichtig. Niemand sieht gern an dem eigenen Ast, auf dem er sitzt, verstehe ich. Und die Grünen und Sozialdemokraten bei uns im Land haben erklärt, Schleswig-Holstein fast vor der Haushaltsnotlage kann es überhaupt nicht schaffen, bis zum Jahre 2020 ohne Schulden auszukommen, also ohne Neuverschuldung auszukommen. Wie gesagt, wir beschreiben jetzt einen 10-Jahres-Pfad vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2020 mit einem gleichbleibenden Abbau von Ausgaben der Größe von 130 Millionen Euro pro Jahr und der strukturellen Defizit unseres Landes von 1,3 Milliarden Euro pro Jahr bis zum Jahr 2020 zu schließen. Die Grünen haben damals gesagt, das geht gar nicht, wir werden im Jahr 2020 noch 500 Millionen Euro Schulden aufnehmen. Die haben dokumentiert, dass es geht, was natürlich schmerzhaft ist. Wir hatten Demonstrationen vor dem Haus, so viel wie noch nie, und einer der größten des Landes überhaupt. Beispielsweise, als die Frage ging, ob in Lübeck noch Mediziner ausgebildet werden sollen. Die Medizinausbildung ist die teuerste überhaupt. Schleswig-Holstein bildet 25% über Bedarf aus und wir bekommen die Kosten von anderen nicht erstattet. Also, wir haben gesagt, wir bilden jetzt die Mediziner für Baden-Württemberg aus und bekommen das Geld nicht erstattet. Wie komisch ist das denn? Aber es ging jedenfalls. Mittlerweile sind alle auf dem Trip, dass sie die Schuldenbremse einhalten wollen. Aber Frau Kraft hat gerade in Nordrhein-Westfalen erklärt, sie wird das nicht schaffen. Sie möchte jetzt gerne eine Veränderung der Datenlage. Und zwar sollen jetzt Ausgaben in Bildung und Ausgaben in Verkehrsinfrastruktur nicht mehr angerechnet werden. Sie hat auch erklärt, wir müssen diese Ausgaben jetzt mit Schulden finanzieren, damit wir künftig weniger Schulden machen. Schöner Satz. Leuchtet zunächst auch ein, wenn wir jetzt in Bildung investieren, haben wir künftig weniger Sozialausgaben, deshalb sparen wir dann künftig Geld, was wir heute ausgeben. Das ist die Logik, die meine Frau im Einkaufen verwendet. Wir kommen da gleich drauf. Also Frau Kraft gibt heute Geld aus, was sie nicht hat, um künftig Geld zu sparen, was sie nicht hat. Im Saldo bleibt dann mehr Geld ausgeben. Meine Frau geht immer einkaufen, kommt nach Hause mit Riesentüten und sagt, du kannst dir nicht vorstellen,
Den Preis, den ich heute einkaufe, nur Rabatte. Und dann rechnen Sie mir das vor, dass Sie 50% Rabatt da hat, was ich alles gespart habe, seit Ende von dem, was Sie mir jetzt gespart haben, können wir den Preis machen. Und auf die relative Größe. Ich kann Ihnen sicher sagen, nachdem Rot-Grün in Schleswig-Holstein die Regierungsmacht übernommen hat, haben die sich, wir waren deutlich unter dem Pfad gelandet, 2 Jahre mit vielen Protesten, haben die sofort mehr Geld ausgegeben, ist genau zu der Grenze, die zulässig war. Und so wird es im Zweifel weitergehen. Hier in Baden-Württemberg hat die Regierung, als sie es ankam, als erstes 3 Milliarden Euro mehr Schulden mehr, die gar nicht notwendig gewesen wären, wenn man nicht neue Programme hätte finanzieren wollen. Solche Programme, die ich vorhin angesprochen habe, wir rasieren an Waldeck und siedeln Schmetterlinge. Kann man machen, wenn man viel Geld hat, muss man nicht. Sparen ist der eine Weg, heißt zunächst einfach nur, dass Sie darauf achten, dass Sie Struktur und Effizienz ins Ausgabeverhalten bekommen. Die Schuldenkrise wirklich bewältigen können Sie nur durch wirtschaftliches Wachstum und die dadurch generierten Steuermehrungen. Und da helfen die Modelle von Roten und Grünen überhaupt nicht weiter. Denn es kommt auf die Bemessungsgrundlage. Einer meiner Lieblingssätze ist, ich hoffe, ich kriege es noch richtig zusammen, ist meine 4. Veranstaltung heute und außerdem ist es ja relativ warm, geradezu saunahaft warm, aber lautet, manchmal ist mehr von weniger mehr als weniger von mehr. Das war jetzt ein bisschen schnell, stimmte der Satz, aber er war ein bisschen schnell. Manchmal ist mehr von weniger, ist mehr von weniger mehr als weniger von mehr. Und wenn Sie eine größere, wenn die Wirtschaft funktioniert, die Leute in Arbeit sind, zahlen Sie Steuern. Wenn Sie mit niedrigen Steuersätzen arbeiten, haben trotzdem eine höhere Steueraufkommen. Wenn die Wirtschaft in die Würze geht, die Leute arbeitslos werden, können Sie noch so hohe Steuersätze nehmen. Das Steueraufkommen insgesamt wird nicht ausreichen, das zu tragen. Deshalb müssen wir auch zur Bewältigung unserer Staatsschuldenkrise, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in allen anderen Ländern dazu beitragen, dass die Wirtschaft die Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Dass die Wirtschaft brummt. Und auf die Art und Weise können Sie bei dezidiertem Ausgabeverhalten die Schulden in den Griff bekommen, die Neuverschuldung jedenfalls komplett ausschütteln. Das ist der eigentliche Weg. Und wer das nicht wahrhaben will, wird erleben, dass man die ökonomischen Grundtatsachen auf Dauer nicht anarbeiten kann. Das führt ihn ins Chaos. Die Sache soll so bleiben, wie es ist. Und ich möchte auch gerne, dass der Wohlstand gemehrt wird. Und das, was mich von Sozialdemokraten aller Stegner unterscheidet, ist, dass ich nicht Gerechtigkeit daran erkennen kann, dass es allen gleich schlecht geht, sondern dass es vielen Menschen besser geht. Altes liberales Credo. Ich möchte, dass es möglichst vielen Menschen besser geht nach meiner Tätigkeit, nicht, dass es allen schließlich gleich schlecht geht. Zum Beispiel, brauchen wir in Zukunft 700 Abgeordnete, brauchen wir 16 Länder, brauchen wir irgendwelche Berufsgenossenschaften, brauchen wir irgendwelche kassenärztliche Vereinigungen, da gäbe es eine ganze Menge zu sparen. Der Dr. Otto Früche hat mir mal eine Zahl genannt, wenn man die 16 Länder auf ca. 9 oder 10 reduzieren würde, würde man pro Jahr 10 bis 15 Milliarden sparen. Was denkt denn da der Staat drüber? Gibt es da Möglichkeiten, dass der Staat hier endlich auch mal was tut? Also ich bin sicher, dass wenn wir jetzt hier eine Liste umgehen lassen, hier so eintragen, was man am Staat sparen kann, kriegen wir unheimlich viel zusammen. Anscheinend gibt es so stark nicht mehr. Weil jeder von uns überall wo sparen kann. Ich halte, erlauben Sie mir, dass von solchen Diskussionen am grünen Tisch vergleichsweise wenig, weil die Menschen darüber entscheiden müssen. Ich kann Ihnen sicher sagen, dass Sie in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten keine Länderneubildung hinbekommen werden, solange die Menschen darüber abstimmen müssen. Ich mache das nicht mit hier. Ich war vorhin in Holb. Wie heißt das auch? Horb. Und habe schon die Diskussion zwischen Horb und Freudenstadt erlebt. Dann kann ich Ihnen sagen, was zwischen Badern und Württembergern und Dittmarschern und Ostholstein. Also Berlin, Brandenburg hätte es ja mal versucht, dann wäre es ganz vernünftig gewesen. Aber es hat auch nicht funktioniert. Also wir müssen mit dem erstmal umgehen, was wir haben, versuchen, das System effizienter zu gestalten. Wenn Menschen mal Zahlen sagen, dann sind es vielleicht mehr dabei, was zu tun. Ja, das machen wir regelmäßig. Zeigen wir Menschen Zahlen, dann haben die Marscher und die Schleswiger. Nicht, wenn wir jetzt zum Hamburg vereinen, dann wird noch weniger auf uns geguckt, dann kümmern wir aber noch weniger davon. Und die Lübecker sagen, wir sind sofort damit einverstanden, wenn Lübeck die neue Landeshauptstadt wird. Kennen Sie alle. Wir versuchen im Norden seit über 20 Jahren den Nordstaat hinzubekommen, mit Unterstützung der Wirtschaft, der Verbände, der Hochschulen, was auch immer. Und es scheitert nicht an den Parlamentariern, wir haben schon gemeinsame Ausschüsse und es scheitert schlicht und ergreifend an den Menschen. Wenn wir eine Volksabstimmung machen würden, würden selbst die Hamburger dann unterstützen, weil ihnen mittlerweile aufgefallen ist, dass Schleswig-Holstein etwa 1,2 Millionen Menschen mehr Einwohner hat.
Und dann fürchten unsere reichen Hamburger Freunde, dass die armen Schleswig-Holsteiner auf Dauer Beschlüsse fassen könnten, die sie in Hamburg bezahlen müssen und das wird sich woanders aus. Aber lassen Sie uns das System, in dem wir leben, erstmal effizienter gestalten als gegenwärtig. Eine meiner, ich hoffe, dass ich das in der nächsten Legislaturperiode auch im Deutschen Bundestag zumindest eine Diskussion stelle, ganz die Frage der Untreue der Verausgabung öffentlicher Mittel. Stuttgart 21 will ich Sie ansprechen, ist sehr belastet hier, kann den Flughafen Berlin-Brandenburg sich mal angucken. Niemand wird unsere Verantwortung gezogen. Niemand. Dass der Staat jeden Monat zwischen 20 und 30 Millionen Euro da reinhaut, wird der Flughafen nicht. Muss nicht belohnt werden. Und da gibt es tausende von Beispielen. Niemand wird zur Verantwortung gezogen. Im privaten Bereich wäre das undenkbar. Da würden, der Aufsichtsratsvorsitzende wäre schon nicht mehr im Amt. Die haben die ja nur getauscht. Das hat plötzlich so überfordert, dass er erstmal krank geworden ist. Ich weiß gar nicht, wer jetzt seine Aufsichtsfähigkeit jetzt aussieht in der Zwischenzeit. Also der Umgang mit öffentlichen Mitteln muss anders gestaltet werden als bisher. In Hamburg, die Elbphilharmonie wird ein tolles Bauwerk, wo jede Stadt fast so, die Ober-City fast ruiniert ist. 78 Millionen Euro soll diese mal kosten. Das war weniger als das Architektenhonorar heute. Jetzt sind wir bei fast 800 Millionen angelangt, das wird immer noch nicht in der Veranstaltung. Und immer nur, weil irgendjemand versucht, sich das Verhindern rumzuspielen, durch ein kleines Denkmal zu setzen. Also das ist etwas, was die Leute zu Recht ärgert, die Drohnen. Herr Drucker muss jetzt ruhig sein, weil wir sind in der Koalition mit der Union. Aber auf die Idee, dass sie ein ferngesteuertes Objekt im deutschen Luftraum nicht ohne weiteres hin und her fliegen lassen können, das ist der Verkehrslinie, die wir haben. Auf die Idee kann jeder kommen, der mal versucht hat, mit einem Modellflugzeug längere Zeit den Kontakt vom Boden zum Flugzeug zu haben. Also wie das aus der Reichweite ist oder was passiert dazwischen, macht das Flugzeug, was ist nicht. Das macht die Drohne auch und selbstverständlich hat dann die Flugsicherung gesagt, kommt nicht in Frage, dass die hier rumfliegt. Dass man dafür mehrere Jahre braucht und 100 Millionen, ist mir irgendwie schleierhaft. Man muss das schon so erzählen, weil die Menschen immer glauben, man kann es ganz auch nicht mehr ertragen. Nicht bei vielerlei Projekten dieser Art frage ich mich, wenn man eine ordentliche Controlling-Gesellschaft gestaltet hätte, da wäre es also nicht passiert. Die Londoner haben es geschafft, ihre Olympiabauten in Zeitplan und Kostenplan zu verstellen. Das hat einen Fall. Die Türken haben ihr Istanbuler Flughafen ausgebaut in einer Größenordnung, die höher ist als die des Flughafens Berlin-Brandenburg. Ohne Kostenüberschreitung, ohne Schäden, ohne alles. Vielleicht ist das der Grund, warum viele die Türkei in die EU haben wollen. Aber also, lassen Sie mich das einmal so scheiße sagen, weil mich das ärgert und Ende. Wir haben viele Menschen, die arbeiten, sich im Publikum und gucken sich ihre Abzüge an. Wir haben viele Menschen, die unter keinen Professuren wirklich leiden. Das sind nicht, bin ich nicht, sondern das sind die Menschen, die im Segment 2000, 2100, 3000 Euro bei ihrer Lohnerhöhung feststellen, dass von dem Euro dann tatsächlich nur noch 40 oder 45 Cent übrig bleiben und sagen, bei mir, meine Rede, Fachangestellten der Kanzlei, was ist das denn? Was machen Sie denn da? Ich sage, ich bin da unschuldig. Es ärgert mich, dass diese Menschen sozusagen mit dem Steueraufkommen auch solche Sachen finanzieren müssen. Und es gibt niemanden, der dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Niemand. Das kann es nicht sagen. Gerne, genau. Als Haushaltspolitiker in Berlin freue ich mich immer, wenn ich im Wahlkreis auch Menschen treffe, und das passiert im Schwäbischen noch häufiger als anderswo, die es gut finden, wenn gespart wird. Weil es gibt, ich kann Ihnen sagen, es gibt in Deutschland auch das Gegenteil. Und meistens versuchen Parteien mit Geld ausgeben, Wahlkämpfe zu bestreiten. Also dass hier doch die meisten im Raum sparen wollen, ist für mich Balsam. Man ist auch im Bundestag, da gibt es 41 Haushaltspolitiker, die haben noch 41 Stellvertreter. Das heißt aber, es gibt dann ungefähr 530 Kollegen, die nicht Haushaltspolitiker sind. Und ja, also manchmal ist man davor und dankbar, wenn man überhaupt noch dazugehört. Aber man tut es ja für eine gute Sache. Wir haben, deswegen habe ich mich auch mal eingeschaltet, natürlich schon in den letzten Jahren im Bundeshaushalt Enormes geleistet. Ich würde sagen, wenn 2009 einer gesagt hätte, ihr kriegt den Bundeshaushalt innerhalb von 4 Jahren von einer Verschuldung von 86 Milliarden, das war der letzte Haushalt von Peer Steinbrück, 86 Milliarden, jeder vierte Euro im Haushalt über Kredite damals. Jeder vierte. Innerhalb von 4 Jahren auf 6 Milliarden Euro runter. Das hätte auch kaum ein Experte übrigens für möglich gehalten. Warum ging das? Das ging deshalb so. Einerseits, weil die deutsche Wirtschaft die Krise sehr gut verkraftet hat, es zu Steuermehreinnahmen gekommen ist.
aber die Politik in den letzten 4 Jahren im Bund eben nicht versucht hat, die Mehreinnahmen gleich wieder irgendwo auszugeben, wie es oft passiert ist, sondern gesagt hat, wir nutzen alle Steuermehreinnahmen, um die Verschuldung und die Defizite zu reduzieren. Noch nie seit 1949 ist der Bundeshaushalt in 4 Jahren nicht gewachsen. Wir haben ihn bei 303 Milliarden gehalten, also genau gleich geblieben, über die 4 Jahre ein bisschen geschwankt, aber auf 4 Jahre gesehen konstante Ausgaben. Es hat keine Regierung seit 1949 geschafft. Und da dann Steuermehreinnahmen kamen, ist es natürlich so, dass die Lücke, die Verschuldung immer geringer geworden ist. Und wir planen jetzt, wir haben für 2014 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorgelegt, also nahezu ausgeglichen, 6 Milliarden Neuverschuldung, wäre auch der niedrigste Wert seit 40 Jahren. 2015 ohne neue Schulden und ab 2016 ist unsere Finanzplanung, dass alle Schulden getilgt werden, also dass Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet werden, was wir dann auch ab 2017 so fortsetzen möchten. Das sind also unsere Planungen, das ist ein Sanierungsprogramm für den Haushalt. Wie ist das gegangen, indem man die Ausgaben unter Kontrolle gehalten hat? Wir haben sogar es geschafft, im Haushalt umzuschichten, neue Schwerpunkte zu setzen. Wir haben die größte Entlastung für die deutschen Kommunen beschlossen, die es je gegeben hat. 4,5 Milliarden Euro im Jahr übernimmt der Bund bei der Grundsicherung im Alter und entlastet damit die kommunalen Haushalte. Wir haben 12 Milliarden Euro extra in Bildung und Forschung gesteckt und 2 Milliarden extra in die Verkehrsinfrastruktur und trotzdem die Ausgaben konstant gehalten. Wo haben wir gespart? Wir haben einige Strukturreformen gemacht. Eine der größten ist die Bundeswehrreform, die mittelfristig so ungefähr 2 Milliarden Euro spart, und zwar pro Jahr 2 Milliarden. Wir haben die am wenigsten wirksamen Arbeitsmarktinstrumente, also das, was die Arbeitsagenturen machen können, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Da haben wir die weniger erfolgreichen, die teuren, aber weniger erfolgreichen Instrumente abgeschafft. Das hat auch Kritik gegeben, aber ich meine, wenn man spart, muss man auch was sein. Wir haben also im Arbeitsmarktbereich auf 4 Jahre 25 Milliarden gespart und wir haben auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit im Übrigen eine Strukturreform gemacht, die 350 Stellen eingespart hat. Wir haben insgesamt 10.000 Stellen weniger in der Bundesverwaltung als noch vor 4 Jahren und sind damit natürlich auch bei den Personalkosten niedriger. Und mit diesen Einsparungen haben wir eben auch mehr Bildung, mehr Geld für Bildung für die Kommunen und andere Dinge finanziert. Aber insgesamt sind wir nah an einem ausgeglichenen Haushalt und das ist auch unser Ziel. Die FDP ist die einzige Partei, die in ihrem Wahlprogramm keine zusätzlichen Staatsleistungen verspricht. Alle anderen Parteien sind im zweistelligen Milliardenbereich mit dabei. Auch die Union bei SPD und Grünen geht es Richtung 40, 50 Milliarden an zusätzlichen Leistungen, die versprochen werden. Wir haben klar drin im Wahlprogramm, dass wir vorrangig Haushaltskonsolidierung machen wollen. Und wenn es im Rahmen der Tilgung von Altschulden möglich ist, dass wir auch die Bürger entlasten, dann wollen wir auch das machen. Wo kann man möglicherweise noch weiter sparen und konsolidieren? Da gibt es schon noch eine Menge Möglichkeiten. Wir müssen sicherlich gucken, dass wir die Verwaltung weiter straffen und zusammenführen. Es gibt beispielsweise im Bereich der Sicherheit Doppelstrukturen, wo verschiedene Behörden das Gleiche machen, Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Zollkriminalamt, Bundeskriminalamt, ähnliche Aufgaben und dann noch der Zoll mit dazu. Also da in dem Bereich würde ich zum Beispiel sagen, Behördenstrukturen ordnen. Gleiches gilt auch im Bereich Bundesamt für Zivildienst. Das sind jetzt 2 Bereiche, die sehr speziell sind, aber mit denen ich zum Beispiel zu tun habe. Wir haben vor uns ein Riesenprojekt, dass man die IT, also die Informationstechnologie der Bundesverwaltung konzentriert. Wir haben über 40 verschiedene Netze, die der Bund betreibt. Wenn man das auf wenige, 2, 3 Netze reduzieren könnte mit weniger Rechenzentren, dann könnte man eine ganze Menge Geld sparen. Im Übrigen auch eine interessante Perspektive für die Wirtschaft im Kreis Böblingen. Das ist aber nicht der Grund, warum wir es machen, sondern wir müssen natürlich vor allem auch, weil der Staat eine effiziente und auch kostengünstige IT braucht, da in den nächsten Jahren ran. Wir haben immer noch eine Menge an Subventionen, beispielsweise im Energiebereich. Da gibt es den sogenannten Energie- und Klimafonds, wo einiges bezahlt wird, was ich nicht besonders sinnvoll halte. Wir haben aus unserer Sicht noch zu hohe Ausgaben im Bereich militärischer Beschaffungen. Es wird für viele militärische Beschaffungen und Rüstungsgüter, die brauchen wir im Prinzip, aber wir bestellen oft relativ hohe Stückzahlen und die Verträge sind oft auch so ausgestaltet, ähnlich wie Herr Kubicki das gesagt hat, beim Berliner Flughafen, dass wenn dann das Projekt in den Sand gesetzt wird, eben auch nicht die Industrie dafür gerade steht, sondern dass das am Ende auch wieder beim Steuerzahler hängen bleibt. Also im Bereich militärische Beschaffungen sehe ich eine Menge Potenzial. Weitere Privatisierungen sind durchaus auch möglich. Und wir haben jetzt gerade vor einigen Wochen einen Bericht bekommen zu den familienpolitischen Leistungen. Kein Land gibt so viel Geld für Familienpolitik aus wie Deutschland, für Familienförderung. Und gleichzeitig
allerdings auch sozusagen so viel Geld, das nicht besonders sinnvoll eingesetzt wird. Also das ist eine Debatte, die man sicher mit Sensibilität führen muss. Ich will auch nicht an die Familienförderung ran jetzt irgendwie einfach nur so mit dem Rasenmäher, aber wenn eine Leistung, die bezahlt wird, eben bei den Familien nicht ankommt oder nicht das bringt, was man sich von ihr erhofft, dann muss man auch die auf den Prüfstand stellen. Also Sie sehen, es gibt durchaus, das sagt jetzt der Haushälter hier auch ganz offen, es gibt durchaus in der Verwaltung, aber auch bei anderen Leistungen Bereiche, über die wir reden können und müssen, um weiter runterzukommen, auch mit den Ausgaben. Und alles in allem ist die FDP die Partei, die eben nicht mehr Geld für alles Mögliche verspricht, so schön sich das manchmal anhört, sondern die sagt, wir brauchen jetzt und endgültig in Deutschland den Ausstieg aus der Verschuldung. Ja, mein Name ist Jürgen Laufer, das war hin. Ich habe mal eine Frage, und zwar, wir reden immer über den Verbund und so weiter, aber uns drückt ja der Schuh eigentlich in den Kommunen. Wir bekommen vielfältige Aufgaben in die Kommunen reingetragen, die finanziert werden müssen. Und viele Kommunen, Renningen jetzt natürlich eine riesen Ausnahme mit Robert Bosch, aber viele Kommunen kriegen ihre Haushalte ja nur noch hin, indem sie wichtige Aufgaben nach hinten verschieben oder zeitlich verschieben, so dass die Infrastruktur der Kommunen eigentlich zurückgeht. Wie stellen Sie sich da dazu? Sind da Gedanken schon gemacht? Ja, also sehr gerne. Die Finanzlage der Kommunen war ja einer der Gründe, warum wir auch gesagt haben, wir übernehmen die Grundsicherung im Alter vom Bund aus. Das sind 4,5 Milliarden im Jahr, das sind bei einem Bundeshaushalt von 3 Milliarden. Ist nicht nichts, ist auch für die Kommunen in Deutschland ein dicker Brocken. Das haben wir auch gemacht, um die Kommunen zu entlasten. Ich will aber auch, und lege ich schon Wert darauf, sagen, wir haben den Kommunen dieser Wahlperiode erstmals diese Koalition keine einzige zusätzliche Aufgabe gegeben, für die nicht auch Geld mitgekommen ist. Die Kommunen haben eine wichtige Aufgabe bekommen, das ist das Bildungspaket im Bereich Hartz IV, ALG II, da haben wir ein neues Bildungspaket für die Kinder aus den bedürftigen Familien eingeführt, dass die eben auch nicht nur den eigentlichen Lebensbedarf haben, sondern auch im kulturellen Leben teilhaben können und Bildungsangebote nutzen können, die ihre Eltern eben sonst nicht finanzieren können. Das ist eine gute Sache. Es wird auch zunehmend angenommen. Und das wird von den Kommunen verwaltet. Und für die Verwaltung dieses Bildungspakets hat man die Kommunen kompensiert, und zwar in voller Höhe. Das ist auch von den Kommunen unstrittig. Wir haben ansonsten keine einzige Aufgabe auf die Kommunen übertragen, ohne Geld, weil wir das auch nicht wollen. Ein fairer Umgang zwischen den beteiligten Ebenen heißt natürlich schon auch, dass man eben sowas nicht macht. Vergangene Regierungen haben das gemacht, vor allem im Bereich Kinderbetreuung, Gesetze beschlossen, Rechtsansprüche beschlossen, aber das Geld nur zum Teil mitgeliefert, und das ist dieses Mal nicht so gewesen. Man muss aber schon auch sagen, und das ist auch jedenfalls für den Haushälter im Bund schon auch eine Aussage, die ich mache, der Bund ist nicht unbegrenzt belastbar, und fast 70% der deutschen Staatsschulden sind Schulden des Bundes. Die Länder sind dann ungefähr 25% dabei, und die kommunalen Schulden sind ungefähr 5% der deutschen Staatsschulden. Ja, ist so. Es ist natürlich von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich, aber die am stärksten verschuldete Ebene ist der Bund. Und genau deshalb müssen wir natürlich, und auch in Ihrem Interesse übrigens als Kommune, als kommunaler Vertreter, müssen wir gucken, dass es beim Bund nicht so weitergeht mit den Schulden. Es bringt Ihnen als Kommunen auch nichts, wenn der Bund nachher mit seinem Geld nicht mehr klarkommt, sondern ich glaube, alle staatlichen Ebenen müssen ihre Aufgaben erfüllen können. Deswegen werden wir sicherlich gucken, was wir für die Kommunen weiter tun können. Es steht noch das Thema Eingliederungshilfe auf der Tagesordnung, die muss neu geregelt werden in den nächsten 4 Jahren. Es ist auch verabredet, dass das geschehen soll. Aber umgekehrt bitte ich auch um Verständnis, dass vielleicht auch manchmal der Bund gucken muss, dass er mit seinem eigenen Geld hinkommt, ohne eigene zusätzliche Schulden zu machen. Ich glaube, wenn wir das alle gemeinsam hinkriegen, die Kommunen haben es in der Vergangenheit schon gut geschafft, mit wenig Schulden klarzukommen, der Bund muss das erst lernen, dann haben wir wirklich in Deutschland auch einen Paradigmenwechsel geschafft. Aber trotzdem sollten wir uns bemühen, vielleicht eine große Gerechtigkeitslücke, die wir in Deutschland im Rentensystem haben, zu beseitigen, die uns zufolge.
Bayern das große Problem, dass Mütter, die das Pech der frühen Geburt hatten, ihre Kinder erziehen mussten ohne Kinderkrippen, ohne ganzes Kindergärten, ohne BAföG, ohne Kindergeld. Wir haben für unsere frühen Kinder keinen Pfennig vom Staat gekriegt. Die heutigen Mütter kriegen, wie wir festgestellt haben, 158 verschiedene Zulagemöglichkeiten mit 600 Milliarden Euro insgesamt. Trotzdem ist die FDP dafür, dass die ältere Müttergeneration nur ein Drittel der Rente pro Kind erhält, wie die jüngere. Dass die CDU abschaffen will, ist zumindest zwei Drittel erhalten. Warum ist die FDP gegen diesen Vorschlag? Das kann nicht nur Sparen sein. Das ist eine Ungerechtigkeit in meinen Augen. Also die Differenzierung zwischen den Kindern ab dem Jahr 1992, die ist ja damals beschlossen worden. Letzten Endes auch im Konsens andere Parteien versuchen oder wollen das jetzt wieder aufkündigen. Wir haben da prinzipiell nichts dagegen, weil das ist natürlich eine Ungleichbehandlung, die schwer zu rechtfertigen ist. Die hat man damals eingeführt aus finanziellen Gründen, weil man eben gesagt hat, wir können das nur mit Blick auf die künftig nach 1992 geborenen Kinder so machen, dass wir in der Rentenversicherung 3 Punkte geben und nicht nur einen. Die FDP hat da prinzipiell nichts gegen die Idee, aber wir haben eben gesagt, wir verzichten darauf, dass wir nicht finanzierte Leistungsversprechen abgeben. Und alle Parteien, die das fordern Union, SPD und Grüne, schweigen sich darüber aus, wie das finanziert werden soll. Und es gibt 3 Möglichkeiten, wie man es finanzieren kann. Entweder man gibt einen Bundeszuschuss in die Rentenversicherung. Das wäre ordnungspolitisch auch das Korrekteste, weil es keine Versicherungsleistung ist. Das kostet 13 Milliarden Euro im Jahr bei einem Bundeshaushalt von etwa 103 Milliarden. Bei einem Rentenzuschuss, den wir jetzt schon zahlen, von rund 80 Milliarden, also das ginge von 80 auf 93, 13 Milliarden ungedeckt im Bundeshaushalt. Oder man finanziert das über höhere Beiträge. Das kann man machen, ist allerdings natürlich so, dass man wissen muss, dass die Rentenversicherungsbeiträge aus demografischen Gründen nicht die nächsten 20 Jahre da bleiben, wo sie jetzt sind, bei knapp unter 19, sondern die mittelfristigen Planungen sehen vor, dass spätestens in den 20er Jahren auch wieder die 20% erreicht werden, leicht überschritten werden. Das heißt, das wäre eine dauerhafte Beitragserhöhung, dann, die nochmal 13 Milliarden reinbringen müsste, die Versicherten zu tragen hätten, zusätzlich zu ohnehin steigenden Beiträgen. Und das würde natürlich auch die Arbeit verteuern. Oder das andere wäre, dass sie das Leistungsniveau in der Rentenversicherung dann drücken. Das heißt, dass zusätzlich zu den ohnehin schon erfolgenden Dämpfungen der Rentenleistung, das wird ja etwas gedämpft Jahr für Jahr, man da 13 Milliarden bei den anderen Rentnern wegsparen müsste. Das sind die 3 Finanzierungsmöglichkeiten, die man im Grunde hat. Und wir haben eben Zweifel daran, dass das solide durchgerechnet ist. Wenn man uns eine Rechnung präsentiert, wie das ohne neue Schulden und ohne die anderen Nachteile, die ich beschrieben habe, geht, dann wird die FDP dem nicht im Wege stehen. Aber nur versprechen und sagen, wir machen das, und nicht sagen, wie die nicht unbeträchtliche Summe von 13 Milliarden zustande kommen soll, das kann ich jedenfalls guten Gewissens nicht tun. Und ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt nicht die Art von Politik ist, die Wähler heute noch schätzen. Die wollen realistische Vorstellungen hören, die wollen nicht Dinge hören, die nicht finanziert sind. Gibt es weitere Wortmeldungen auch an Herrn Kubicki? Mit Brenz natürlich, und ich nütze das jetzt hier gerne, nochmals eine Frage zu stellen. Ich komme aus dem Handwerk. Jetzt weiß man, dass die Betriebe ja Meister geführt sind hier in Deutschland. Man hört jetzt Vöglein aus der EU zwitschern, dass diese Befähigung der Meisterbetriebe oder der Meister als Betriebsführungsmittel abgeschafft werden soll. Wir haben natürlich so die Altgesellerregelung, das weiß ich alles, aber man hört halt bloß Pfeife. Inwieweit ist da so ein kleines Körnchen Wahrheit dran und was gedenken Sie da dagegen zu tun? Denn die Qualität des Handwerks steht und fällt ja mit dem Meisterbrief, eigentlich mit der Qualifikation. Also Herr Kubicki hat mich gebeten, das zu machen, er wird es aber nachher vielleicht auch nochmal aufgreifen. Also Ich hab nichts pfeifen hören. Wir haben in der EU in der Vergangenheit die Auseinandersetzung gehabt. Damals gab es ja auch Veränderungen dann bei dem Thema Meister. Aber dass jetzt aktuell was geplant wäre mir nicht bekannt.
Wir in Deutschland stehen natürlich schon dafür, dass wir auch im Handwerk eine gewisse Qualität sicherstellen. Das hat auch mit Verbraucherschutz zu tun. Das ist das, was der Meister gewährleistet. Aber dass jetzt irgendwie eine Änderung unterwegs war, habe ich noch nicht gehört. Wenn Sie was gelesen haben oder mitgekriegt haben, dann geben Sie es mir doch einfach mal bilateral. Dann frage ich im Wirtschaftsministerium nach, was die wissen und was da unterwegs ist. Ja, ich frage mal vielleicht was jetzt zwischen Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein nicht unbedingt mit der gleichen Antwort versehen werden kann, was hier für größere Diskussionen sorgt, ist der Länderfinanzausgleich. Ich will mich jetzt nicht auf den billigen Standpunkt stellen und sagen, wir zahlen da nur ein, was haben wir davon? Das ist, glaube ich, nicht die richtige Haltung, mit der man an die Geschichte rangehen kann. Zumal, wenn man dann sich in anderen Bundesländern bewegt, man schon sieht, dass es eine triviale Botschaft ist, dass es einen Finanzausgleich geben kann. Hier geht es mehr um die Art, wie das organisiert ist, wo wir Effekte haben, die sich wieder im Bereich der Steuer bewegen. Beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt, wo die Steuer, das Steueraufkommen so gering ist, dass die Anhebung, die zunächst stattfindet, als erster Schritt beim Finanzausgleich dazu führt, dass praktisch die Finanzämter in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt jedes Interesse verlieren, Aufwand zu betreiben, um die Steuern zu erheben, denn sie kriegen zunächst mal ihre 93% ist, glaube ich, die erste Stufe, auf die man angehoben wird, auf jeden Fall. Und in Baden-Württemberg hat es den Effekt, dass wenn wir zusätzliche Steuer einnehmen, dass wir bei der Umsatzsteuer sind es, glaube ich, 19 Cent eines zusätzlichen Euro, den wir einnehmen, behalten dürfen, bei der Einkommensteuer ist ein bisschen mehr. Aber die Anreize dafür, sich da anzustrengen, sind entsprechend gering. Und es kommen dann so Situationen raus, und auch später haben sie dann mal auf die Spitze gekriegt und hat gesagt, lieber lasse ich das Geld im baden-württembergischen Wirtschaftskreislauf, als dass ich meine Finanzbeamten bitte, dann Steuern zu erheben, die dann eh nur abfließen. Also mir geht es nicht um den Finanzausgleich als solche, da muss sein, haben Sie eine Idee, wie man den intelligenter organisieren kann, als das heute der Fall ist? Sie werden da eine Frage, ich glaube, Sie haben eine ausreichende Zeit, weil das ein Thema ist, das uns bis morgen für 2 Uhr beschäftigen wird. Zunächst stimme ich der Auffassung zu, dass die jetzige Strukturierung aus einer Finanzausgleich für Nehmerländer in größerer Größenordnung, also nicht für ein Land wie Schleswig-Holstein, das mal lieber mal Nehmerland ist, sondern in Juni pendelt, eigentlich gar keinen Anreiz statt, die eigene Wirtschaftskraft zu heben, weil das nicht dazu führt, dass wir mehr davon haben. Aber wenn mich Menschen in der Politik erklären, man lasse lieber Geld im eigenen Wirtschaftskreislauf als Steuergesetze durchzusetzen, finde ich das extrem bedenklich. Steuergesetze gelten für alle gleichermaßen, egal wo sie sind. Und die würde ich nicht mit der wirtschaftspolitischen Autoritäten abfeiern wollen. Ich mache mal was ganz Unfreundliches oder auch Freundliches, je nachdem, wo Sie herkommen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, in Baden-Württemberg verhindern Sie, dass hier Windkraftanlagen entstehen, lassen Sie den Strom aus Schleswig-Holstein kommen, denn müssen Sie keine Finanzausgleich mehr zahlen, sondern dann zahlen Sie über den Strompreis. Die Bestehungskosten der Windenergie in Deutschland sind ungefähr 13 Cent billiger preiswerter als in Baden-Württemberg oder Bayern. Insofern macht das ökonomisch gar keinen Sinn, außer man hat diese Idee, wir wollen das in den eigenen Wirtschaftskreis machen. Wir müssen dazu beitragen, dass Anstrengungen von Ländern, von Bundesländern, ihre eigene Steuerkraft zu erhöhen, ihre Wirtschaftsleistung zu erhöhen, belohnt werden und nicht ohne jeden Lohnraum bleiben. Der Wohlbereit sagt ja zu Recht, was soll ich denn machen? Warum soll ich mich um Anstrengungspolitik kümmern? Bringt ja eh nichts, sagt das nur angerechnet, hat bedeutet, dann kriege ich statt 1 Milliarde aus meiner Finanzausgleich, 300 Millionen aus dem eigenen Drittel und noch 700 Millionen aus meiner Finanzausgleich. Also Sie müssen Belohnungssysteme einführen. Ansonsten werden sich Landesregierungen auch nicht anstrengen. Wir haben es übrigens auch bei der Frage der Erhebung von Gewerbesteuer gehört. Ich kann sogar ohne einen Finanzausgleich Kommunen nach dem Finanzausgleich besser stellen als diejenigen, bei denen die Ertragskraft sehr groß ist. Weil da Unternehmen sind, macht es keinen Sinn für Kommunen, Betriebe anzusiedeln, was sie ärgern, die Bevölkerung einzuhandeln und dann ihre eigene Ertragskraft zu stärken. Und sehen Sie, bei Ländern auch. Also sie müssen Belohnungssysteme einführen, um eine Gleichartigkeit der Lebensverhältnisse herzustellen. Und Gleichartigkeit heißt nicht Gleiche. Die Christdemokraten auch immer. Gleichartige, gleichwertige Lebensverhältnisse. Das heißt nicht gleich. Ich kann neues Fass aufmachen. Es lebt sich in Baden-Württemberg schlicht anders als in Mecklenburg-Vorpommern. Es lebt sich in Sindelfingen ganz anders als in Schwedt. Und deshalb können Sie nie gleiche Verhältnisse herstellen, sondern Sie müssen die Differenzierungsmöglichkeiten beachten. Das gilt für Lohn, für Lebenshaltungskosten, für alles.
Das System des Finanzausgleichs wird nach der Klage, die hier unten auseinanderfliegen kann. Das wäre der Weise. Ich bin mir nicht sicher, dass wir nach 2019 auf der Solidarpakt aus und die bisherigen Vereinbarungen mit dem Finanzausgleich auch, dass wir zu dem alten System zurückgehen können, weil ich Menschen verstehe oder Regierungen verstehe, auch etwas, was wahrscheinlich Menschen irgendwie bedrückt hat, die sagen, wir sind nicht mehr bereit, Finanzmittel in die Länder zu leiten, die Nehmerländer sind, aber ihren Bürgerinnen und Bürgern Leistungen anbieten, die wir in unserem eigenen Land nicht anbieten. Hessen, drittes Mal das war das Kindergarten, ja. Kostenlose Schülerbetreuungskosten. Jörg Uwe Hahnemann hat zu mir gesagt, der Justizminister und Bundesvorsitzende, ihr habt eine Pfeile im Kopf gemacht. Ihr bietet mit unserem Geld euren Bürgern Leistungen an, die wir bezahlen, und wir müssen unseren Bürgern sagen, wir können das nicht machen, weil wir euch bezahlen. Das ist doch ein missliches System. Ne? Dafür haben wir ein bisschen Grundverständnis. Also, ja, auch eine der Regelungen. Nehmerländer dürfen nicht mehr Leistungen, soziale Leistungen anbieten mit dem Geld, was sie bekommen, als Geberländer, sonst macht es keinen Sinn. Aber diese Strukturierung, da können wir das einzeln durchdeklinieren. Ne? Gibt es Ungleichgewichte bei den Einwohnern? Also Einwohner in den Stadtstaaten werden anders gewichtet als Einwohner in ländlichen Gebieten, weil die Überlegung, die ist, für die Einwohner in städtischen Gebieten bei der Verrechnung, muss man deshalb mehr zahlen, weil die Städte Hamburg, Bremen und der Stadtstaat Berlin auch Leistungen anbieten, die von Menschen wahrgenommen werden, die drumherum wohnen und zur Steuer nichts beitragen. Das haben wir bei großen Kommunen ja auch. Also Kliniken der Maximalversorgung haben sie nicht in jedem Ort. Insofern müssen Kommunen, die solche Leistungen vorhalten, Theater vorhalten für die Umgebung auch, anders bestellen werden. Weil das System ist mittlerweile so kompliziert geworden, dass es nur wenige verstehen, mich eingeschlossen, was schon was heißen will. Aber es wird organisiert werden müssen mit Anreizen. Nicht mehr Ertrag muss sich auch mehr lohnen. Und muss nicht weggenommen werden und verteilt werden. Also spätestens 2019, wahrscheinlich früher, weil das Bundesverfassungsgericht diese Grundsätze auch nicht gefahren mit der gegenwärtigen Bestimmung. Doch mehr beieinander. Soll ich was sagen, noch 4 Jahre, so grün in Baden-Württemberg, grün in Baden-Württemberg, und sie werden sich in Nürnberg nicht. Wir hätten jetzt noch Zeit für 3 Wortmeldungen, eine habe ich schon da hinten gesehen, ich würde gerne noch sammeln. Wenn jetzt noch jemand was sagen möchte, dann möge er die Hand heben, dann können wir das gleich. Haben Sie jetzt das Wort? Mein Name ist Manfred Köbel, ich bin Kreisseniorenrat. Krankenhausfinanzierung. Tut mir leid, Herr Kollegin. Unser Krankenhausverbund besteht aus 6 Kliniken, macht in diesem Jahr im laufenden Betrieb so ungefähr 16 Millionen Euro Miese. 50% der Krankenhäuser in Baden-Württemberg machen rote Zahlen. Ich habe gehört, in Ihrem Land sind es 2/3. Jetzt wissen wir, dass natürlich das über die Krankenkassen läuft, das operative Geschäft, die Investitionen aber über die Länder und über den Bund. Was kann man denn dagegen tun? Gibt es da eine Antwort von der FDP? Jetzt wollen Sie vergessen, nicht? Wir kommen jetzt mit Themen, die mich an meine Leistungsgrenze führen. Also, ich darf zunächst mal darauf hinweisen, dass das der erste Punkt, bevor ich zu den Krankenhäusern komme, ist der erste Punkt, dass wir nie erwartet hätten, weder Sie noch ich, glaube ich jedenfalls, dass wir im Gesundheitssystem mal mit insgesamt mit Überschüssen arbeiten und nicht mehr mit Miesen. Es gibt so einen wunderschönen Satz bei meinen Parteifreunden und Tatsache, dass Bruder Schmidt nicht mehr im Gesundheitsminister ist, hat die Wahlentscheidung schon gerechnet. Bei den Krankenhäusern haben wir eine Vielzahl von Problemen, die sie nicht, ja, ich weiß gar nicht, wie gelöst werden sollen. Das erste Problem ist, wir haben in allen Ländern unterschiedliche Fallpauschalen. Wenn wir den Fallpauschalen Schleswig-Holstein von Bayern, Baden-Württemberg unsere Operationen abwickeln könnten, dann hätten unsere Krankenhäuser, das ist berechnet worden, keine Probleme. Hintergrund ist, dass es eine Strukturreform der Krankenhauslandschaft in Deutschland schon gegeben hat, bevor die Fallpauschalen eingeführt wurden. Also die Kostenstruktur ist schon erheblich reduziert worden, mit der Folge, dass die Fallpauschalen auf der
für effizientere Kostenstruktur Schleswig-Holstein aufsetzen. Das bei anderen Ländern war in Württemberg nicht der Fall. Das heißt, wir bekommen für die gleiche Operation im Krankenhaus in Schleswig-Holstein deutlich weniger Geld, weil die früher schon effizienter gearbeitet haben. Wir müssen die Frage klären, was Krankenhäuser in ihrer Umgebung anbieten müssen. Wir sind, auch das muss ich sagen, Schleswig-Holstein gerade dabei zu fragen, ob wir denn verschiedene Standorte der Maximalversorgung benötigen. Also Operationssäle für Herz, Operationen vorhalten müssen, ob wir mit Zentren arbeiten können, weil anders als vor 20, 30 Jahren Transportleistungen dorthin für den Fall einer akuten Behandlung deutlich preisgünstiger sind als das Vorhalten entsprechender Einrichtungen in Krankenhäusern. Und wir werden erleben, dass nicht alle Krankenhäuser, die momentan noch am Markt sind, überleben werden. Es wird eine Konzentration nicht mehr greifen geben müssen. Für einige traurig, ich habe gehört, dass es hier in der Gegend auch schon so gekommen ist, für einige traurig, für andere eben unvermeidlich. Was ich nicht will, der gesamte Gesundheitsbereich, von der Ergonomie schon faszinierend, ist ein so planwirtschaftlich durchgehender Bereich, dass mich eigentlich gar nicht wundert, warum er nicht wirklich ordentlich funktioniert. Effizienzkriterien spielen kaum eine Rolle, wobei das teilweise auch im Rücken der Mitarbeiter ausgetragen wird. Preisgestaltungen spielen keine Rolle und die Frage einer ordentlichen Struktur in der Gegnerlandschaft spielt eigentlich auch bisher noch nicht so eine Rolle, weil natürlich das Herz eines jeden Menschen daran hängt, möglichst schnell eine entsprechende medizinische Versorgung zu bekommen. Es gibt dafür keine Blaupause. Wir werden das System in dieser Frage auch langsam reformieren können. In Teilbereichen helfen Privatisierungen, aber das ist ein Bereich, wo ich bei Privatisierung ganz positiv bin. Weil natürlich eine Kosteneffizienz sich auch mal wieder auf Mitarbeiterstellen auswirken wird und schon sehr problematisch, ob sie in privaten Krankenhäusern Pflegeleistungen auch durch andere Hilfskräfte ersetzen können, was man möglicherweise kann, aber ich habe auch schon gehört, dass es da von den Dienern bestimmte Vorstellungen gibt, die nicht umgesetzt werden, was alles problematisch ist. Das heißt nicht, dass nicht private Krankenhäuser auch gut funktionieren, wenn es eine Reihe gibt. Aber es ist jedenfalls keine Lösung zu sagen, wir privatisieren das gesamte Gesundheitswesen. Ich kann Ihnen keine allgemeingültige Aussage auf diese Frage geben. Sie werden im Wahlprogramm der FDP auch immer nur Schnipsel dazu finden. Sozusagen Anregungen an bestimmten Stellschrauben. Aber kein Gesamtkonzept zur Reformierung der Krankenhauslandschaft in Deutschland. Weil das ja eines der auch drängenden Probleme ist, die uns hier im Wahlkreis beschäftigen, hochaktuell, sage ich vielleicht auch gerne noch mal was. Dazu, es ist kein leicht lösbares Problem. Wer das behauptet, der, glaube ich, streut da auch dem Bürger Sand in die Augen. Aber wir müssen, glaube ich, Schritt für Schritt auch die sozusagen aus dieser Misere rauskommen. Wir haben heute glücklicherweise Überschüsse im sogenannten Gesundheitsfonds drin, der bildet Rücklagen. Es ist auch deshalb gut, weil wir natürlich auch in der Krankenversicherung, auch durch die Demografie, in den nächsten Jahren eher steigende Kosten, steigende Ausgaben erwarten. Und dafür muss, oder wenn dafür vorgesorgt werden kann, auch dadurch, dass etwas Geld im Fonds drin ist, ist das sicherlich nicht schlecht. Das hat auch mit der guten Wirtschaftslage zu tun. Also man sollte auch nicht so kalkulieren, dass man das Geld jetzt einfach ausgibt und dann denkt, naja, die Einnahmen werden immer so weiterfließen. Wir haben aber, deswegen sage ich das, mit dem Überschuss im Gesundheitsfonds 2009 in der gesetzlichen Krankenversicherung eine Situation vorgefunden mit einem strukturellen Defizit von 12 Milliarden pro Jahr. Ulla Schmidt hat, das war ihre letzte Amtshandlung, hat im Oktober nach der Wahl, da war die Regierung schon sozusagen abgewählt, die Wahl war vorbei, aber Ulla Schmidt war noch einige Tage im Amt, fast ihre letzte Amtshandlung war, dass sie der deutschen Öffentlichkeit verkündet hat, sie hätte jetzt also kurzfristig nochmal ein 12 Milliarden Loch in der Krankenversicherung gefunden, kurz nach der Wahl. Also das war sozusagen die Eröffnungsbilanz und da muss man schon sagen, ist man bei der Finanzierung im Gesundheitswesen ein gutes Stück vorangekommen. Was jetzt die Krankenhäuser angeht. Ich glaube, dass die Frage ist, wie finanziert man medizinische Grundversorgung? Wir haben oft bei Spezialkliniken kein Problem, die sich auf ganz bestimmte Operationen oder andere Eingriffe spezialisiert haben, die das ausschließlich machen, aber eben keine pflegerische Grundversorgung anbieten. Die Frage, wie man die pflegerische Grundversorgung verbessert, das ist, glaube ich, das A. Grundsätzlich handeln die Krankenkassen das mit den Krankenhäusern auch aus, also die Vergütung je Leistung, das wird verhandelt zwischen den beteiligten Partnern. Und ich glaube schon auch, dass die Krankenhäuser ihre Interessen bei diesen Verhandlungen auch etwas besser vertreten müssen. Wenn eben die Krankenhäuser der Meinung sind, dass Grundversorgung unterfinanziert ist,
dann glaube ich, müssen Sie das in Ihrer Krankenhausgesellschaft und in Verhandlungen durchaus auch einbringen. Was hat die Politik getan? Sie hat, einerseits haben wir eine langfristig geltende Änderung beschlossen, die schon für die Krankenhäuser eine beträchtliche Verbesserung bringt. Bisher wurde jedes Jahr der Topf, das Geld, was in der gesetzlichen Krankenversicherung für Krankenhausleistungen zur Verfügung stand, angepasst, und zwar immer mit der Grundlohnsumme. Also das, was an Beiträgen in das Gesundheitssystem geflossen ist, entsprechend hat man die Leistungen oder das Geld, was für Krankenhausleistungen zur Verfügung stand, erhöht. Wir haben jetzt eine Regelung gefunden, dass die Grundlohnsumme die Untergrenze ist und dass bei der Erhöhung dieser Krankenhausleistungen stärker die Kostensteigerungen in den Kliniken, die meistens oberhalb der Grundlohnsumme liegen, in den meisten Jahren jedenfalls eine Rolle spielen soll. Also man findet einen Wert, der zwischen der Grundlohnsumme und den Kostensteigerungen liegt. Und das ist in den letzten Jahrzehnten nie so gemacht worden. Also ein Stück weit kommt die Misere der Krankenhäuser natürlich auch daher, dass die Erhöhung der Krankenhausmittel immer unterhalb der wirklichen Kostensteigerungen lag und das Jahr für Jahr. Das heißt, für die Zukunft glaube ich, dass man durch diese Neuregelung Entlastung schafft. Wir haben kurzfristig, das ist jetzt gerade letzte Woche durch den Bundesrat gegangen, auf Initiative von Daniel Bahr, ich habe mit ihm da auch schon vor Monaten darüber gesprochen, viele andere auch gerade hier aus der Region, nochmal 1 Milliarde extra für Krankenhäuser als, ich sag mal, als akute Notfallhilfe, 1,1 Milliarden, die 2013 und 2014 ausgezahlt werden. Und das Erfreuliche ist, dass uns Baden-Württembergern sogar gelungen ist, ich selbst habe ihm da auch nochmal einen Brief geschrieben vor einigen Wochen, dass die Verteilung dieser Milliarde jetzt so ausfällt, dass Baden-Württemberg da auch wirklich was von hat. Der alte Vorschlag sah nämlich so aus, dass das mehr oder weniger an unserem Bundesland vorbeigegangen wäre. Man hat das also jetzt modifiziert und jetzt kommt kurzfristig da auch nochmal etwas Entlastung. Aber die strukturellen Probleme in dem Krankenhaussektor, die müssen natürlich während jetzt 2 Jahre Luft da ist, angegangen werden. Und das kann aus meiner Sicht nur so laufen, dass man Bereiche identifiziert, wo Kosten und Nutzen in einem schlechten Verhältnis stehen. Also Dinge, die Arbeit verursachen in den Kliniken, die aber dem Patienten, dem Wohlergehen des Patienten nicht dienen. Also letzten Endes bürokratische Belastungen und unsinnig aufgewendete Arbeitszeit. Da bin ich im Dialog mit dem Klinikverbund hier, habe auch schon einiges an Vorschlägen gemacht. Da werden wir aber sicherlich auch noch weiter dicke Bretter bohren müssen. Und der zweite Punkt ist, dass man an das DRG-System nochmal ran muss. Da wird sicherlich nicht sofort, aber innerhalb der nächsten 3-4 Jahre eine Überarbeitung stattfinden müssen. Und da muss man überlegen, welche Leistungen sollen vergütet werden. Die Krankenhäuser und die Kassen haben sich gemeinsam bereit erklärt, einen Vorschlag zu erarbeiten, wie man dem Problem Mengenausweitung entgegenwirken kann. Es kommt offenbar schon auch vor, dass bestimmte Leistungen, die besonders lukrativ sind, plötzlich und ohne weitere Begründung immer häufiger erbracht werden müssen. Das ist natürlich letzten Endes eine Quersubventionierung des restlichen Krankenhausbetriebs. Also die Kliniken sind auch darauf angewiesen, aber es ist eine Steuerung an den Patientenbedürfnissen vorbei. Und das führt vielleicht dazu, dass andere Leistungen, die von Patienten gebraucht werden, eben nicht mehr adäquat vergütet werden. Und da wollen die Beteiligten, die Kassen und die Krankenhäuser selber einen Vorschlag machen, wie man dem Problem begegnen kann. Das ist kompliziert. Ich weiß auch noch nicht, ob es einen guten Vorschlag geben wird. Aber das Problem ist erkannt. Also ich fürchte, glaube aber auch, dass das Thema Krankenhausfinanzierung uns in den nächsten Jahren nicht nur im Kreis Böblingen begleiten wird, sondern dass das für die ganze Bundesrepublik noch eine große Aufgabe werden wird. Wenn Sie schon ansprechen, Herr Köbler, dass Sie jetzt im Klinikverbund haben, ich bin ja als Gemeinderat im Kreis Harren damit befasst, es ist schon richtig, dass wir ein Stück der Verantwortung dann an die Herrschaften verweisen und sagen, ihr müsst euch im Bund um die entsprechenden Strukturmühlen aus, es gibt auch eine ganze Reihe von hausgemachten Dingen, die halt offenbar werden seit letztes neue Finanzierungssystem haben. Sie wissen alle, dass bis 96 war es für die Krankenhäuser traumhaft. Da war es so, dass es nach Liegetagen ging und da gab es dann Verbote, dass am Freitag jemand entlassen wird, damit man das Wochenende noch mitnimmt. So kann man natürlich arbeiten. Die Konsequenz ist, dass wir aus der Zeit von damals einfach Überkapazitäten haben und auch eine Erwartungshaltung, was die Dislozierung der Krankenhausangebote angeht, die einfach übertrieben ist. Ich nehme mal ein Beispiel, das wir jetzt kürzlich von Teamplan, das ist unser Gutachter, der uns sagt, wo wir Effizienzreserven haben, genannt bekommen haben, betrifft es nicht den Kreis Böblingen, sondern den Kreis Calw, aber man könnte wahrscheinlich aus dem Kreis Böblingen ähnliche Beispiele nennen. Wir haben in Nagold eine Geburtshilfestation, die rund um die Uhr mit Hebammen besetzt ist. Der Arzt kommt nur, wenn er gerufen wird, immerhin. Das ist schon mal eine Einsparung. Da haben wir im Durchschnitt, ich glaube, des letzten Jahres 21 Geburten im Monat gehabt. Das können Sie sich jetzt an
einer Hand abzählen, dass das unwirtschaftlich ist, sozusagen rund um die Uhr Hebammen vorzuhalten, damit 21 Geburten im Krankenhaus Nagold stattfinden können. Das heißt, da wird man sich was überlegen müssen. Das ist aber natürlich kommunalpolitisch ein Problem, weil jede Kommune die Erwartung hat, dass man eine Geburtsklinik in den größeren Städten hat. Das ist zum Beispiel ein Thema, über das wir uns Gedanken machen müssen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass uns fast die Hälfte der Patienten, die elektive Operationen im Kreis Böblingen haben, in die umliegenden Kreise abwandern, nach Stuttgart gehen, nach Tübingen gehen, aber auch nach Pforzheim gehen oder zum Teil auch da, wo sie heute herkommen. Selbst da gibt es Abwanderungen, also nach Horb und Freudenstadt, also kaum nachvollziehen kann, aber das ist aus dem Statistischen Landesamt nachgewiesen. Das heißt, wir müssen in Teilen auch besser werden, um die Patienten, die eigentlich hier versorgt werden könnten, mit entsprechenden Angeboten zu versorgen. Warum ich jetzt vor allem das Wort ergriffen habe, ist dann der dritte Punkt. Wir haben eine konkrete Planung, die uns einen ganz großen Effizienzgewinn bringen wird, übrigens auch einen Qualitätsgewinn. Das ist nämlich, dass wir in Böblingen und Sindelfingen aus den beiden Krankenhäusern ein Krankenhaus machen. Da muss man lokalpolitisch einfach mal mit den Interessen ein bisschen zurückstehen und erkennen, dass wenn uns das gelingt, dass wir dann ein besseres Krankenhaus haben, ein noch besseres Krankenhaus als bisher. Das heißt, im Bereich der Qualität einiges anbieten können, dass wir natürlich hohe Effizienzsteigerungen haben, ganz abgesehen davon, dass wir dann ein neues Krankenhaus haben. Denken Sie mal an Krankenhaus Keime oder Ähnliches. Im neuen Krankenhaus müssen auch die Bakterien wieder von vorne anfangen, das ist nur eine Kleinigkeit dabei. Das heißt, ein neues Krankenhaus ist auch ein echtes zusätzliches Qualitätsangebot. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da von allen Seiten in Böblingen und Sindelfingen Unterstützung bekommen. In Sindelfingen klappt das schon einigermaßen gut, haben Sie heute, glaube ich, schon eingesehen. In Böblingen gibt es noch ganz merkwürdige Reaktionen, was dieses Krankenhaus angeht, das ja dann auf Böblinger Gemarkung stehen wird. Und die Böblinger wollen es zum Teil gar nicht haben. Also das wäre eine wichtige Maßnahme, ohne dass der Bund uns helfen muss, wo wir selber die Effizienz und die Qualität der Angebote erhöhen könnten. Und einfach die Bitte, begleiten Sie das positiv und sehen Sie, dass am Schluss für den Bürger und für den Patienten mehr rauskommt, als das, was wir bis jetzt in den überkommenen Strukturen anbieten, wo es einfach Überkapazitäten gibt, bei denen wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Das Mikrofon. Ah, da. Mein Name ist Thomas Schüle, ich bin in der FDP, also insofern kein Widerspruch zu erwarten, sondern eher eine Frage. Ich habe mir auch lange auf die Zunge gebissen, ob ich es überhaupt bringen soll, aber es brennt mir auf dem Herzen. Das Thema ist Mindestlohn. Ich glaube, dass alle unsere Gegner dieses Thema aufgreifen werden im Wahlkampf. Und das Thema ist jetzt nicht, also ich bin Verfechter der Marktwirtschaft, ich glaube also, dass wir eigentlich keinen Mindestlohn brauchen, sondern es den Tarifparteien überlassen sollten. Auf der anderen Seite werden wir als Liberale immer dargestellt als die bösen Wölfe, die alle Schwachen zerreißen und niemand hilft. Also die Frage wäre eher, wie stellen wir uns dar, eben auch den Schwachen zu helfen und auch die soziale Komponente in unserem marktwirtschaftlichen Denken rüberzubringen im Wahlkampf. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen. Das ist wirklich das Märchen verbreitet, dass ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn den Schwachen helfen würde. Gott bewahre uns davor, dass Parlamente künftig Löhne beschließen, Lohnhöhen beschließen, weil wir dann vor jeder Wahl einen Mietungswettbewerb bekommen, darüber, was staatlicherseits festgesetzt werden soll. Aber ich sage Ihnen nochmal, es macht einen Unterschied, ob Sie in Stuttgart leben oder in Rostock. Es macht einen Unterschied, ob Sie in Norwegen oder in Sindelfingen leben. Die Lebenshaltungskosten sind unterschiedlich. Und die Möglichkeiten auch von Unternehmen, bestimmte Löhne zu zahlen, sind unterschiedlich. Und wenn Sie jetzt alles über einen Kamm scheren wollen, wird das Ergebnis nicht sein, dass Sie mehr Beschäftigung, mehr Sozialversicherung schaffen, sondern dass Sie Arbeitsplätze schlicht und ergreifend eliminieren, bei denen diese Mindestlöhne in der Größe auch nicht gezahlt werden. Die FDP hat jetzt in seinem Wahlprogramm etwas beschlossen, was wir in Schleswig-Holstein vor 2,5 Jahren entwickelt haben. Kaum jemand weiß, dass wir einen Sozialminister gestellt haben und Gesundheitsminister gestellt haben. Das Modell, das sich für untergrenzten Branchen und regional unterschiedlich einsetzt. Wobei wir dort, wo Tarifparteien nicht bestehen oder zu schwach sind, Deutschlands Osten oder zum Teil auch Schleswig-Holstein, im Prinzip die Lohnfindung durch Tarifparteien simulieren. Gewerkschaften, Unternehmensverbände setzen hier an einen Tisch und leiten von einem dritten Person ähnliches Modell und legen für die Region Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg und für die Branche beispielsweise Spedition und Elektrohandwerk die Lohnuntergrenze fest, an die sich alle Unternehmen in diesem Bereich nicht enthalten müssen. Hintergrund ist nicht eine sozialpolitische, sondern Hintergrund ist eine schlicht und ergreifend wettbewerbspolitische.
weil ich auch als Marktwirtschaftler, als Liberaler nicht hinnehmen will, dass Unternehmen am Markt operieren, die einen Teil ihrer Lohnkosten auf die Allgemeinheit überwälzen und damit Gewinne machen. Die schaffen sich Wettbewerbsvorteile. Ein ganz konkretes Beispiel, was gerade passiert in Schleswig-Holstein. Dort treten polnische Speditionen auf. Im Wettbewerb logischerweise mit schleswig-holsteinischen Speditionen, die ihrerseits auch schon keine polnischen Fahrer beschäftigen, sondern philippinische Fahrer, die für eine Stundenlohn von 1,50 Euro arbeiten und damit immer noch mehr bekommen als zu Hause, immer noch die Möglichkeit, was nach Hause zu schicken. Aber gegen einen Stundenlohn für einen Fahrer von 1,50 Euro kann kein Schleswig-Holstein-Speditionsunternehmen anerkennen. Also gab die händeringende Bitte an uns als Liberale, die meine erste Ansprechpartner, der Bitte tut was dagegen, setzt euch für den Untergrundplatz unserer Branche ein, die sich jeder halten muss, der Schleswig-Holstein einen Auftrag bekommt und was wegfahren will. Und das haben wir gemacht. Nicht nur bei öffentlichen Personennahverkehr das gleiche, bei Busfahrern genau das gleiche. Also überall dort, wo in Anführungszeichen dieser Missbrauch betrieben wird, failen wir ihn. Das schaffen wir aber nicht mit einem flächendeckenden Gesetz, die Mindestlohn über alle Branchen in alle Regionen hinweg, der durchs Parlament beschlossen wird. Und deshalb sage ich mal wieder, denkt darüber nach, was ist machbar? Was kann ein Handwerker in Schweden tatsächlich zahlen angesichts der dortigen Lebensverhältnisse und der Kaufkraft? Und was kann ein Handwerker im Zweifel, ein Bauunternehmer im Zweifel in Baden-Württemberg zahlen an der Kaufkraft? Das können Sie nicht an der Rechnungsgrundsgebiet entscheiden. Also, Lohnuntergrenzen ist was anderes als Mindestlöhne, durch die Tarifparteien, die nicht vorhanden sind, fingiert, versehen mit Sachverständigen, die Produktivitäts Zuwachs jeweils ermitteln können und feststellen können und dann das umsetzen, branchen- und regionalspezifische Unterschiede. Steht jetzt auch im Wahlprogramm der FDP, ich bin ganz dankbar. Beim Bundesparteitag vor unserer Landtagswahl in Frankfurt habe ich erklärt, nur dass die Bundespartei das weiß, die war damals dagegen. Wir kämpfen in Schleswig-Holstein auch damit mit vollem offenen Visier genau für dieses Modell. Da haben die alle gesagt, ihr verliert die Wahl. Das Ergebnis war 8,2%. Nicht deshalb, sondern weil akzeptiert worden ist, dass wir uns mit unserer ökonomischen Vernunft im Zweifel gegen wettbewerbsfähige Verhaltensweisen von Unternehmen wehren wollen. Ja, ich danke Ihnen zunächst für Ihre Redebeiträge. Jetzt noch was zum Schluss, und zwar vor knapp 14 Tagen hat Jürgen Koppelin, langjähriger Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein, seine letzte Rede im Bundestag gehalten und hat dabei Geschenke verteilt. Und zwar das größte Geschenk hat er seiner eigenen Fraktion gegeben, und zwar sie bekommt als seinen Nachfolger Wolfgang Kubicki. Und wollen wir schon bei diesem Fraktion, nur bei meiner eigenen nicht. Wo wir schon mal bei dem Stichwort sind, möchte ich dir, Florian, das Schlusswort geben. Ja, vielen Dank. Mit dem Kollegen Jürgen Koppelin habe ich im Haushaltsausschuss auch eng zusammengearbeitet. Und natürlich, lieber Wolfgang Kubicki, haben alle bei uns am lautesten geklatscht in dem Moment, in dem er das gesagt hat. Denn wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit. Hoffentlich auch in Regierungsverantwortung. Das liegt jetzt auch in Ihren Händen. Wenn Sie uns helfen möchten, wenn es Ihnen heute Abend gefallen hat, dann kommen Sie wieder auf eine unserer Veranstaltungen, reden Sie gut über uns. Wenn es Ihnen noch besser gefallen hat, tragen Sie sich draußen auf unserer Interessentenliste ein, dann werden Sie von uns nicht mehr losgelassen. Wenn es Ihnen richtig gut gefallen hat, dann können Sie auch Mitglied werden. Auch da gibt es draußen die entsprechenden Formulare. Und außerdem gibt es auch die Möglichkeit, uns Geld zu spenden dafür, dass wir Veranstaltungen wie diese und andere Werbemaßnahmen im Wahlkampf machen können. Auch darauf sind wir angewiesen und da würde ich mich auch darüber freuen, wenn Sie das in Erwägung ziehen würden. Ansonsten hilft uns auch, wenn Sie einfach nachher daran denken, Ihre Getränke zu bezahlen. Wir haben aber vor allem zu danken unserem Hauptgast Wolfgang Kubicki, der von weit her angereist ist, der uns in Baden-Württemberg hier unterstützt. Und wir haben uns da natürlich überlegt, was schenkt man Ihnen jetzt? Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man als Abgeordneter oder als Kandidat sich nicht mehr darum kümmern muss, irgendwie Wein selber einzukaufen. Da hat man von alleine eine Menge, aber der Vorteil ist auch, wir haben hier gar keinen Wein, das sind andere Teile des Landes. Also wir können, abgesehen von einigen kleineren Weinbergen hier, auch keinen heimischen Wein anbieten. Das bekannteste, wie ich gerade sage,
bekannteste Produkt aus Sindelfingen würde auch bei der hohen Spendenbereitschaft heute Abend unter dem Etat sprengen. Ich weiß auch nicht, ob die meisten hier dafür spenden würden, dass wir heute mit Kubicki etwas mit einem Stern aus Sindelfingen mit nach Hause geben. Aber wir haben trotzdem was Landestypisches gefunden. Und zwar ist ja Baden-Württemberg das Land, das die besten Nudeln auf die Welt gebracht hat. Die kann man auch selber machen, dafür muss man den Teig anrühren. Die Kunst ist dann, dass man den Teig so ins Wasser bringt, dass da Nudeln draus werden. Und das haben wir für Sie arrangiert. Das ist ein Spätzle-Shaker. Früher konnte das nur Großmutter mit den Spätzle, dank des Spätzle-Shakers kann das eigentlich jeder, auch ein Nordlicht. Und ich würde sagen, Sie bekommen in Berlin ein Jahr Zeit zum Üben und danach muss der schwäbische Teil der Fraktion mal zum Probeessen eingeladen werden. Viel Spaß damit und vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank an alle, die geholfen haben. Ihnen danke für den Besuch und auch einen lebendigen Wahlkampf mit einem guten Ergebnis am 22. September.